Huch, was ist denn da los? Let's Dance, Profi Christina Luft zeigt sich auf Instagram mit kurzen blonden Haaren. Hat sie sich das nächste Umstyling gegönnt? Viele Jahre lang kannte man Christina Luft nur mit langen braunen Haaren. Die Mähne schien zu der 32-Jährigen zu gehören, wie ihr Verlobter Luca Henny. Kürzlich überraschte sie dann mit einem neuen Look, sie hatte sich die Haare rot gefärbt. Damit wollte die Tänzerin wohl ihren neuen Lebensabschnitt einläuten. Denn sie ist nun Wahlschweizerin. Um sich ein gemeinsames Leben mit Sänger Luca Henny aufbauen zu können, ließ die RTL-Bekanntheit ihre Wohnung in Köln hinter sich. Nach einer Übergangsphase soll es nun schon bald in das erste gemeinsame Eigenheim des Let's Dance Traumpaares gehen. Umstyling? Let's Dance Profi Christina Luft zeigt sich auf Instagram mit kurzen Haaren. Doch der Wechsel von Braun auf Rot war anscheinend nicht die größte Veränderung von Christina Luft. Das beweist sie nun in einem Jahresrückblick auf Instagram. Neben einem witzigen Schnappschuss, der Luca Henny zeigt, wie er an Christinas Verlobungsring schleckt, Let's Dance, Erinnerungen und Urlaubsaufnahmen, findet sich darin auch ein Bild von Luft mit kurzen blonden Haaren. Darauf sitzt sie in einer Garderobe und reißt erstaunt den Mund auf. Auch sie schien sich im Spiegel kaum wiedererkannt zu haben. So dürfte es jetzt auch ihren Fans ergehen. Denn die Veränderung hat es wirklich in sich. Gut also, dass es sich augenscheinlich nur um eine Perücke handelt. Der Hashtag, Apri, unter dem Schnappschuss verweist darauf, dass die Aufnahme schon älter ist. Hätte sich Christina Luft einem so heftigen Umstyling unterzogen, hätten wir das sicher mitbekommen.